Was bedeutet aktuell eigentlich noch vollständig geimpft? Also das bedeutet, dass man einen sehr guten Schutz hat, vor Corona schwer zu erkranken oder gar daran zu versterben. Aber was wir sehen ist, wenn diese vollständige Impfung, also zwei Impfungen in aller Regel, außer bei Johnson & Johnson, länger als herum ist, sehen wir immer mehr Impfdurchbrüche, gerade bei Älteren. Und deshalb ist Boostern, also auch die dritte Impfung wahrnehmen, nicht etwas, was man vielleicht mal machen sollte, sondern wenn das halbe Jahr rum ist, wenn man älter ist, sollte man unbedingt sich jetzt um die Boosterimpfung kümmern. Deswegen frage ich, denn bis vor kurzem war das ja völlig unstrittig und auch bei Ihnen in der Regierung ganz anders kommuniziert. Da bedeutete vollständig geimpft nämlich zwei Piekse außer Johnson & Johnson. Einfach zweimal geimpft. Das ist nicht mehr so. Vollständig geimpft bedeutet nicht zweimal geimpft, sondern erst mit Booster bei vielen. Ein Großteil unserer Bevölkerung ist ja sozusagen erst im Juni, Juli mit der Impfung überhaupt fertig geworden. Deshalb gilt es für die meisten noch. Aber wir haben im Januar angefangen. Das heißt, es gibt Hochbetagte in alten Pflegeeinrichtungen. Und so für die ist es ja schon fast ein Jahr her, 10 Monate ja, mindestens. Bei denen gilt eben nicht, zweimal geimpft bedeutet vollständig geimpft. Und da sehen wir gerade auch durch Studien aus Israel, da ist es ganz wichtig, dass man nochmal auffrischt, damit man auch nicht nur eine Grundimmunität hat, eine zelluläre, sondern damit man auch Antikörper hat, wenn man mit einem Infizierten Kontakt hat, dass das Immunsystem sofort reagiert. Warum haben Sie das eigentlich in der Regierung nicht gleich gesagt, dass eine dritte Impfung nötig werden könnte, dass eben zweimal geimpft nicht vollständiger Schutz bedeutet? Also was mich ehrlich gesagt auch ein bisschen irritiert ist, wir haben im August in der Gesundheitsministerkonferenz zwischen Bund und Ländern vereinbart, dass diese dritte Boosterimpfung erforderlich ist. Und erst jetzt, wo die Zahlen steigen, merken alle, welche sagen wir, Bedringlichkeit da dahinter steht. Ich wünsche mir, dass wir wirklich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sehr schnell aber das in den Pflegeheimen mit den Boostern abschließen. Aber Sie selbst sagen, Sie haben das immer gewusst, dass es eine dritte Impfung wahrscheinlich irgendwann brauchen wird. Ja, also wir haben schon im Sommer Hinweise bekommen, dass die dritte Impfung ähnlich gut vertragen wird wie die zweite. Also die Sorge, das haben ja manche gespürt, die erste Impfung war nicht so schlimm, die zweite war unangenehmer und jetzt haben sie Sorge, die dritte vertrage ich dann gar nicht mehr. Und da zeichnen die Studien ein anderes Bild und deshalb haben wir auch im August schon gesagt, gerade die Älteren, so wie die STIKO das jetzt auch empfiehlt, müssen nach dem halben Jahr zur Boosterimpfung. Wann haben Sie das gewusst, dass viele, das Ältere, das Vorerkrankte eine dritte Impfung brauchen werden, dass geboostert werden muss? Na, das war im August hat sich die Gesundheitsministerkonferenz dazu eingelassen. In dem Kontext haben wir uns auf den Weg gemacht. Im August, da wurde ja längst geboostert in Israel zum Beispiel. Sie haben israelische Studien gerade genannt. Ist Ihnen das nicht peinlich, dass Sie immer israelische Studien nennen müssen und keine eigenen haben, weil Israel eben immer schneller war? Nein, das ist eigentlich, war ja so, dass BioNTech und Pfizer ein kleines Land wie Israel sehr schnell vollversorgt haben mit Impfstoff. Das wäre mit der ganzen Europäischen Union so schnell nicht gegangen und deshalb ist es doch für uns gut zu sehen, zu lernen aus anderen Ländern. Und ich glaube, wir haben unsere Versprechen, dass wir im Sommer jedem ein Impfangebot erster und zweiter Peaks zu machen gehalten haben. Und wir haben jetzt die unglückliche Situation, dass wir wirklich genügend Impfstoff haben für Erst- und Zweitimpfungen und auch für Boosterimpfungen. Aber dass immer noch 17 Millionen erwachsene Deutsche die Erst- und Zweitimpfung nicht wahrnehmen möchten und dass auch der Booster noch viel zu langsam anläuft, weil auch viele glauben, dass der Schutz der Erst- und Zweitimpfung, wenn sie hochbetagt sind, ausreicht. Sind Sie überrascht, sind Sie auch enttäuscht von der Wirkung des Impfstoffs, dass Sie so schnell schon wieder nachimpfen müssen in so großen Teilen der Bevölkerung? Das ist ein super Impfstoff. Wir haben in früheren Jahren über Impfstoffqualität, über Wirkungsgrad, Prozente, über sterile Immunität versus Impfdurchbrüche ja überhaupt nie gesprochen. Und wenn wir klassische Impfungen wie den Grippeimpfstoff daneben stellen, dann sieht man schon, dass gerade unsere mRNA-Impfstoffe bei Corona, die retten uns ja. Das Problem, das wir jetzt im Herbst haben, dass wir sehen, dass gerade in den Bundesländern mit niedrigerer Impfquote jetzt auch die Krankenhäuser volllaufen, also schwere Verläufe, das ist ja unser eigentliches Problem, nicht leichte, sondern schwere Verläufe, das entsteht da, wo nicht geimpft ist. Das heißt, der Impfstoff ist super, die Leute sind gut geschützt
Und wenn alle geschützt wären, hätten wir auch keine schweren Verläufe. Aber offenbar sind Sie oder sind weite Teile der Regierung, der Politik ja schon zunehmend überrascht davon, wie sehr diese Pandemie jetzt auch Geimpfte trifft. Hatte ich zumindest den Eindruck in einer Videokonferenz von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, unter anderem mit dem Chef der Uniklinik Leipzig. Schauen wir mal kurz rein. Von unseren 18 Intensivpatienten sind 8 Geimpfte. Und bei der Normalstation ist sogar größerer Anteil von Geimpften als Nicht-Geimpften. Das heißt, auch die Geimpften stellen, und das ist ja auch artikuliert worden, eine nicht unerhebliche Gefahr dar. Eine Frage nochmal, die gerade auch bei Frau Köpping und mir so ein bisschen hängen geblieben ist. Sie sagten, es sind auf der Normalstation mehr Geimpfte als Ungeimpfte. War das? Ja. Aha, da ist er schon überrascht. Nein, aber hatten wir auch in Großbritannien übrigens vor einigen Monaten, dass man gesagt hat, Hälfte sind Geimpfte, Ungeimpfte auf den Stationen. Wie kann das denn sein? Aber wir müssen immer sehen, die Gruppe der Geimpften in unserer Gesellschaft ist viel, viel größer. Und wenn ein Anteil von denen und die Impfwirkung, das stimmt, die ist nicht 100%, aber die ist je nach Altersgruppe, ist die Wirksamkeit 80-90%. Das ist auch kein Plädoyer gegen das Impfen, überhaupt nicht. Die Frage ist nur, sind Sie überrascht davon, wie sehr diese Pandemie jetzt wieder in diesem Herbst, im nahenden Winter eben auch Geimpfte trifft? Nein, das war zu erwarten, dass wenn man diese Zahlen kennt, die haben wir auch immer berechnet, wenn man von einer 90-prozentigen Impfquote, also Impferfolgsquote, was schwere Verläufe angeht, ausgeht, muss man sagen, auch 10%, häufig die Älteren, häufig die schwerer Vorerkrankten, werden trotz der Impfung einen Verlauf haben, der möglicherweise auch ins Krankenhaus führt. Und wenn ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, dann kann man auch die Zahlen derer im Krankenhaus nicht vernachlässigen. Das ist völlig klar. Aber dann haben Sie uns doch was vorgemacht, wenn Sie gesagt haben, das ist eine Pandemie der Ungeimpften im Sommer, im Herbst. Das ist keine Pandemie der Ungeimpften. Das ist wieder eine Pandemie aller. Das ist auch eine Pandemie der Geimpften. Nein, so würde ich es nicht sagen. Weil wir müssen zwei Dinge ja auseinanderhalten. Wir haben auf der einen Seite einen hohen Schutz. Sie als zweifach Geimpfter haben eine um 90% reduzierte Gefahr, dass sie ins Krankenhaus müssen. Sie nehmen an der Pandemie viel weniger. Sie haben eine um über 80% reduzierte Gefahr, dass sie sich selber überhaupt anstecken und einen anderen anstecken könnten. Das heißt, um den 4 von 5, die geimpft sind, nehmen an der Pandemie nicht teil, aber einer vielleicht doch. Und deshalb haben wir auch gesagt, dieses Risiko können wir in der Gesellschaft akzeptieren. Wenn wir alle geimpft wären, würde das dazu führen, dass es nur wenig Infizierte und keine Probleme in den Krankenhäusern gäbe. Das Problem, was wir nicht akzeptieren können, ist, dass die Ungeimpften halt alle zu 100% in der Pandemie stehen. Mhm. Jedes Risiko haben, das volle Risiko, ins Krankenhaus zu kommen, das volle Risiko, Überträger zu werden, das volle Risiko für einen schweren Verlauf. Sie haben gerade das Schneckentempo, das deutsche Schneckentempo beim Boosterimpfen schon angesprochen. Es war, ich habe mir das hier nochmal aufgeschrieben, am 6.9. erst, dass sich die Gesundheitsminister der Länder ausgesprochen haben für diese Boosterimpfung für alle, die über 60 sind. Dann direkt danach, einige Wochen danach, hat Ihr Gesundheitsminister, also Jens Spahn, gesagt, diese Boosterimpfung solle kommen für alle ab 12 Jahren, also eine andere Altersgruppe. Dann haben Ärzte den Jens Spahn dafür scharf kritisiert. Jetzt beginnt gerade in diesen Tagen die STIKO erst mit dieser Prüfung, der Frage, ob man Boostern für alle empfehlen kann. Die Entscheidung wird in wenigen Wochen fallen, sagt die STIKO. Das ist doch alles ein Witz. Nein, die STIKO hat einen sehr klaren Auftrag, nämlich Risikoabwägungen auf der Grundlage von ganz klaren wissenschaftlichen Daten zu machen. Und dafür bin ich der STIKO dankbar und die sollten wir auch ihre Arbeit machen lassen. Das heißt, sie empfiehlt für Ältere die Boosterimpfung, weil sie sagt, da wissen wir heute 100%, dass der Vorteil für jeden Einzelnen überwiegt. Zugelassen ist der Impfstoff aber für alle Erwachsenen. Auch für die dritte Impfung. Das heißt, wenn ich sage, ich empfinde mein individuelles Risiko als so hoch, weil ich sehr viele Kontakte habe, weil ich besonders viele Kunden treffe, dass ich Überträger werde, das möchte ich nicht, dann kann man sich auch individuell entscheiden, ich möchte die Boosterimpfung auch, obwohl ich jünger bin, gerne haben, wenn das halbe Jahr rum ist.
Und das muss der Arzt dann aufklären, dass es nicht auf der Grundlage der STIKO-Empfehlung ist, aber es ist zugelassen und es wird auch bezahlt. Aber all diese unterschiedlichen Ansagen, teilweise im Tagesabstand oder nur mit wenigen Wochen dazwischen, mehr hätte man doch die Bevölkerung in der Frage auch gar nicht verunsichern können, oder? Das Problem ist, wenn man es mit einer neuen Erkrankung, mit einem neuen Impfstoff zu tun hat, muss man aus Erfahrungen lernen. Und deshalb bin ich ja froh, dass wir manchmal nach Israel, manchmal nach Großbritannien, andere Länder gucken können, wie verläuft die Infektion da, wie verläuft das Impfen dort. Sie sind froh, dass wir langsam sind, weil dann können die es uns vormachen. Aber in der Zeit passiert ja auch was hier in der Pandemie in Deutschland. Das heißt, muss man sagen, das kostet Leben, dass wir auch wieder beim Boostern zu spät sind. Das kostet gerade Leben in den Altenheimen. Also in den Altenheimen ist das, was mich am meisten erschüttert, muss ich wirklich sagen, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen dort ein ganz enges Testen. Dort wird das Testen übrigens auch weiterhin bezahlt. Und bei einigen der Vorfälle der letzten Tage hört man dann, dass jetzt ja wieder mehr getestet werden soll in den Altenheimen. Und das ist etwas, das kann ich nicht akzeptieren. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir eine gesetzliche Testpflicht jetzt festschreiben, dass wir das nicht nur Verordnungen überlassen, sondern dass wir klar sagen, also das haben Sie versäumt, das nicht längst gemacht zu haben. Das nehmen Sie auf Ihre Kappe. Nein, das ist etwas, wo ich bisher davon ausgegangen bin, dass das erfolgt. Mhm. Jetzt sehen wir, dass es nicht der Fall ist. Und deshalb ist die Anregung, es nicht auf der Verordnungsebene, sondern auf der Gesetzesebene zu regeln. Haben Sie alle nicht vorher mal nachgefragt, passiert das? Weil das ist ja allen, die Eltern, die Oma und Opa im Altenheim haben, bekannt, dass das nicht gemacht wird. Ich habe letztes Jahr Weihnachten, als die Situation sehr schwierig war, haben wir verstanden, dass es dort Schwierigkeiten gibt. Und wir haben dann die Bundeswehr in die Pflegeheime geschickt, um die Tests zu machen. Das ist das sensibelste Thema. So etwas wie das Sterben in den Pflegeheimen wie Weihnachten letztes Jahr wollen wir nicht wieder erleben. Und deshalb haben wir ganz regelmäßig jetzt immer in allen Gesprächen gesagt, das Testen muss weitergehen. Das Testen im Pflegeheim muss weiter bezahlt werden. Das ist alles geregelt. Ich habe jetzt nur in den letzten Tagen, wo die Zahlen jetzt hochgehen, die waren im Sommer in der älteren Bevölkerung ganz niedrig. Wir haben zum Schulanfang wirklich gesehen, junge Leute, die sich infizieren, niedrige Todeszahlen. Das war nicht das zentrale Problem. Das, was wir jetzt sehen, ist, dass in der Altersgruppe über 80, über 90 die Infektionszahlen deutlich ansteigen, die Todeszahlen ansteigen. Und deshalb dritter Booster für alle Älteren und konsequentes Testen in den Einrichtungen. Das müssen wir jetzt machen und nötigenfalls auch gesetzlich absichern. Nun wollen Sie nächste Woche wieder am liebsten zusammensetzen und die Corona-Regeln verschärfen, zumindest für die Ungeimpften. So sagen Sie vorab, so hat es auch die Kanzlerin formuliert. Dürfen Sie das überhaupt noch? Sie sind nur noch geschäftsführend im Amt. Sind Sie überhaupt noch zuständig für solche weitreichenden gesellschaftlichen Eingriffe? Selbstverständlich, denn die geschäftsführende Bundesregierung hat ein Zurückhaltungsgebot, was neue politische Projekte angeht. Das, was in den nächsten Jahren in Deutschland geschieht, wird die neue Bundesregierung planen und ausführen. Aber die Bundesregierung hat bis zum allerletzten Tag alle Rechte und Pflichten, Deutschland zu schützen und Gefahren abzuwehren. Und das, was wir jetzt gerade erleben, wir haben ja Warnungen aus einigen Bundesländern, dass in zwei Wochen bereits eine tatsächliche Überlastung des Krankenversorgungssystems passieren könnte. In einer solchen Situation kann nicht nur, da muss eine Bundesregierung handeln und das bis zum letzten Tag. Das werden wir auch tun. Letzte Frage, Herr Kanzleramtschef, wenn die Pandemie irgendwann hoffentlich vorbei ist, wie werden Sie in der Geschichte dastehen, Sie und Ihre Regierung, als große Corona-Versager oder als große Corona-Helden? Also ich glaube, wenn man eine solche Naturkatastrophe erlebt, die Hunderttausende Leben kostet, dann gibt es keine Helden. Das fände ich auch falsch. Aber ganz viele Helden in den Krankenhäusern natürlich, ne? Sie kennen die aus Ihrem früheren Beruf. Das stimmt. Also, und auch an die sollten wir in diesen Tagen denken, wenn wir unsere Freizeitrechte sehen gegenüber der Belastung, die Ärzte und Krankenpfleger schon wieder im Winter, wie letztes Jahr Weihnachten, jetzt erleben. Aber die Frage, die in den Geschichtsbüchern sich stellen wird und vielleicht auch schon viel früher, als bevor ein Geschichtsbuch geschrieben wird, ist doch die Frage, ist Deutschland insgesamt gut durch die Corona-Krise gekommen? Und ich glaube, wenn man sich die Übersterblichkeit anguckt, also wie viel Krankheitslast, wie viel Tote fordert die Pandemie bis dato in Deutschland, im europäischen Vergleich steht Deutschland gut da. Und wirtschaftlich gerade noch zweimal. Da sind wir sehr viel besser durchgekommen als andere. Insofern glaube ich, dass die Bundesregierung ihre Arbeit da sehr gut gemacht hat. Aber das ist in einer solchen Naturkatastrophe trotzdem kein Grund zu jubeln.
Das sagt der Kanzleramtschef hier heute bei Bild Live. Danke für dieses Gespräch.